Hallo, Hellmensch, meine Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Bausimulator 15 mit den Dino. Guten Tag, und unsere Halle sieht etwas anders aus wie gewohnt. Ja, bei mir sieht es gleich noch schlimmer aus, nicht wundern, bei mir glitscht der Beton permanent durch die grüne Wiese. Und das ergibt bei mir richtig, ist nur grüne Wiese. Richtig, und das ergibt ein richtig schreckliches Muster. Mhm. Also, sorry für den Augenkrebs, aber... Oh, da kommen die Trockenbau-Elemente. Die Fertigwand. Na was, dann kommst rein mit dem kleinen. Bleib am besten so stehen. Du? Nee, weil der muss ja an die Wand rein. Ja, ich seh's ja. Du hier oder was? So, mach auf und entsichere einfach mal nur. Also, weißt du, die Dinger hier. Die Chinas, oder? Hier, Freunde, das... Mach mal hier. Die Dinger hier, meine ich. Achso, ne, geht nicht. Ich kann... Da kommt nur bei der Ladung befestigen hier. Mann. Oh, jetzt. Du musst sie entsichern. Mach mal. Hast du? Ja. Ah, geht nicht. Gut. Lauf doch. Blöd, scheiße. Trockenst. Ist wirklich so, der die entsichert, kann die auch dann nur abladen. So ein Nonsens. Boah, das muss natürlich auch noch ganz dahinter, ey. Das glaube ich jetzt nicht. Ja. So, naja, dann müssen wir das eben nochmal machen. Das ist eben, hat uns der Spielehersteller geschenkt, dieses Feature. Dass wir hier noch ein bisschen länger Spaß dran haben. Weil, es wurden ja im Multiplayer mit dem letzten Update Synchronisationsprobleme behoben. Und das testen wir jetzt gerade aus. Ziemlich erfolgreich sogar. Ich finde, es sind neue dazugekommen. Ist ein Träumle. Na gut. Mehr solcher Spiele, Leute. Mehr solcher Spiele. Das Unglaubliche an der Sache ist ja, was ich, wo ich immer sehr beeindruckt bin auch. Eins scheint, ach, eins, macht das Schwein. eins. euch scheint es ja extrem gut zu gefallen. Weil es schauen sich extrem viele auf YouTube an. Ist ein gut geklicktes Projekt, braucht man kein Blatt vom Mund nehmen, sieht man ja auch an den Klicks. Und deswegen, also man ist echt beeindruckt. Ihr scheint da doch genauso viel Spaß dran zu haben. Wie wir nicht. Oh nee. Was denn? Na, aber oben ist doch jetzt trotzdem grün, oder? Ja, mir wird jetzt hier eine grüne Mauer angezeigt, ja, aber... Naja, gut, mach einfach mal weiter. Bei mir ist die Wand einfach weggeploppt. Das Schöne ist... Das ist auch so ein... Das ist so ein Spiel, was... Wo man wirklich, Bluthochdruck bekommen kann. Chronisch. Für immer. Mhm. Meine Fresse, ey. Aha. Jetzt ist er wieder da. Hier eine Wand und hier ist keine. Aha. Aha. That's my shit. Dede. Naja, gut, ich klopp mal die eine noch rein, guck mal, ob wir 50% erledigt haben und dann sollte es ja eventuell vielleicht doch klappen. Vielleicht. Die muss jetzt sicher rein, ne? Right, Mr. Gut, dann guter Mittelpunkt. Dann gehe ich davon aus. Na, guck mal, hier geht's zum Harry Potter, kennst du ja, oder? Hm? Ja, hier geht's zum Zuggleis 9 3 Viertel. Oh. Aber ich guck von oben, da kommt das nicht so gut. Also schade. Weil ich sehe dich trotzdem. Ja, zack. Ne. Hier bleibt's offen. Haben wir jetzt aber 50, ja? Haben wir 50%? Achso, na so laut. Quad, 50, ja. Na, dann dürfte es ja passen. Dann rufen wir das nächste runter. Ja, nicht einen ganzen LKW-Leih mitnehmen? Doch.
dann richtig. Hier sieht's aus auf der Baustelle. Es ist definitiv, also die katastrophalste Baustelle, die wir bis jetzt hatten. Der Hengst am LKW? Ich weiß. Oh, was macht der Kran? Und wegschmeißen bitte. So, ich. So. Bitte. Da, entsichern. Mach, 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 mach. Entsichern. Ja, dann muss ich es ja laden. Na komm, dann bevorzug du mal dein Glück. Ich hoffe mal, das führt jetzt nicht wieder zu ungewollten Problemen. Oh, Alter, die Baustelle sieht aus, es geht einfach gar nicht. Überall stehen hier diese trocken, diese Fertigwandcontainer rum. Zu krass. Da fehlt doch was. Brauchst nicht drehen, einfach rein in die Wand. Und da kommt angeflogen. Ja, es hat auf jeden Fall gezählt. Sag mal, hast du die Kameraansicht auf den unten auf den Schnatterzapfen? Ja. Das ist scheiße. Ja? Machst von der Krananansicht, wo du ganz oben bist, geht optimal. Ich mach nur so. Ich ganz oben bin, Ja, wo also du oben in dem Kran bist. indoor so, oder was? Ne, nicht innen drinne, sondern von außen den Kran so siehst, den kompletten. Ja. Oh, das ist aber Jetzt runter, grausam einfach nur alles. runter, einfach nur runter. Das ist ein LKW-Dach. Naja, musste ja eh neu lackiert werden, der Gute. Ach, der Arme, warte. Okay, es scheint auch gezählt zu haben. Theoretisch durch 8 sind ja bla bla bla. 75%, ja, 12,5%. 1. Passt also mit 2, die noch übrig sind. Oh, es ist eins umgefallen. Es liegt hier. Was machst denn du? Oh, ist wie Runter. grausam das auf dem Boden aussieht. Runter. Du musst einfach nur runter. Ja, Christa, bei mir kriegst du Ohrenkrebs. Ich hab dir ja vorhin mal kurz was aufgenommen, wie das bei mir aussieht. Das habe ich jetzt gerade die ganze Zeit. Runter. Da, das muss hier drüben rein. Hier. Nee, wird mir nicht angezeigt. Was? Da, wo du sagst, es soll rein, das ist bei mir eine Mauer. Hast du noch gar keine gesetzt? Wo bist du denn mit dem Haken da? Ne, ich muss versuch gerade mal die andere anzuheben, die da vorher runtergeplumpst ist, weil die sollte ich eigentlich nehmen. Jetzt. Jetzt kann ich das nämlich schon weitermachen. Die andere, von der anderen wird mir nichts angezeigt. Wird mir schon wieder ganz schlecht und schwummrig, wenn ich das höre. Jetzt vielleicht? Eine noch. Komm, die muss da rein. Da rein. Da. Ja, da ist schon eine bei mir und du springst die ganze Zeit durch Nein. die immer. Da ist doch noch gar keine. Ne. Da ist ja dran, ne? Ich hab sie dran, ja. Dann lass mich mal nein. Muss ich das jetzt hier das Werk vollenden? Wenn das jetzt nicht funktionieren sollte, schreibe ich den Entwickler persönlich einen Brief. Handschriftlich? Handschriftlich. Wisch mir auf euren Arsch mit ab. Die hat's wieder nicht gezählt! Naja, die ist ja bei mir hier noch. Wo fehlt bei dir eine? Hier. Also, Wo? nee. Achso, hier, da liegt die. Und bei mir muss die letzte, die vor uns bei dir weggeploppt ist, hier hin. Also hier. Aber hier kann ich durchgehen. Können wir nur im Singleplayer schalten und das einen Helfer machen lassen. Rast hier aus, ne? Naja. Können wir eine andere Lieber. Baustelle schon mal annehmen? Lass mal den Scheiß im Singleplayer durchlaufen lassen. Also wenigstens die Trockenbauwände, den anderen Krimskrams können wir ja dann noch hier, das können wir ja dann noch absetzen. Aber ey, das ist echt, das ist so abfuck, ey, das geht gar nicht. Ich könnte hier, oh ne, ich könnte hier meinen Pimmel rausholen, ein Loch im Monitor schlagen. Aber das werde ich natürlich nicht machen. Dann hat vielleicht der Entwickler noch das erreicht, was er wollte.
dass ich Ja, ich mir kann sie meinen machen. Pimmelmann verletze. So. Oh Gott, Standbild. Baustelle Nummer 2. So, was soll man denn da Schönes machen? Oh, hier. Oh, schon mal kein Kran, kein Turmdrehkran. Ich quatsch mal Chef der Vorarbeiter an. Geht nicht. Das Neubaugebiet, was soll man hier von der Toilette hinbauen? 90 Kubikmeter Erde vom Gießwerken markierten Bereich. Ach so, nee, stopp. Vorarbeiter ansprechen. Baggere den markierten Bereich aus. Interessant. Sorge viermal Unterbau Stahl. Und was? Viermal Verbau vom Stahlwerk und setzt sie an die richtigen Positionen. Okay. Klingt ja krass. Auch keine kleine Baustelle, ne? Viel Geld bringt sie uns nicht. Oh. Okay. Da. Da. Schon mal Kies. Hast schon Vorarbeiter angelabert? Ne. Mach mal. Oder ist der am Dings? Wo ist der? Na, am Firmengelände wie immer. Warte, ich quatsche mal voll jetzt. Kann ich nicht. Wieso nicht? Boah, ich kann den jetzt den Helm hier vom Schädel schlagen. Ey, das ist doch nicht normal. So eine Scheiße. Jetzt wäre ich langsam sauer. Jetzt wäre ich wirklich langsam sauer. Ach nee. Scheiße, ist die schwer aus. Schaff das nervlich nicht mehr, Randy. Ne, warte mal, wo ist denn der Vorarbeiter? Warte mal, der ist es nicht. Da wahrscheinlich steht aber auch so ein Blebo. Das ist aber auch nicht der Vorarbeiter. Der Vorarbeiter ist die Sprechblase. Wie realistisch. Ich sehe es allerdings nirgendwo. Das ist optimal, dass wir den Auftrag gar nicht erst beginnen können. Das finde ich am allerbesten. Mensch, prüfe. Oh, ist gar nicht so weit weg wie von unseren Dings, oder? Das ist nicht. Wo. Ah, doch, hier steht so ein Plöppe, oder? Hä, 2 von 2. Warum 2 von 2 haben wir? Hier, warte mal, Vorarbeiter ansprechen. Nachdem wir nun in der Stadt sind, wird es Zeit, auch etwas vorausschauend zu planen. Wir haben von der Stadt den Auftrag bekommen, ein neues Baugebiet zu erschließen. Dazu muss dieser Bereich noch an den bestehenden Kanalisationen angeschlossen und ein Bravo-Häuschen errichtet werden. Oha! Ein Auftrag aus dem Rathaus! Unser Bekanntheitsgrad scheint gestiegen zu sein. Ja, scheint so. Ich habe dir ja gesagt, dass ein Umzug auf ein größeres Gelände auch die Kunden beeindruckt. Und jetzt ruft plötzlich der Stadtrat an. Super, oder? Wenn wir diesen Auftrag erfolgreich durchziehen, gibt es jede Menge neuen Bauplatz. Und bestimmt auch einige neue Aufträge für uns. Na, dann wollen wir den Herrn Stadträter mal nicht enttäuschen. Gehst mir voll auf den Sack, Junge. Komm, hau den Kies. Ne, warte mal, wir müssen hier ausbaggern erst. Scheiße, warum hab ich Kies geholt? Egal. Bagger, 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 bagger. Wie, 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 wie. Yeah, baby. So. Zieh ab, das ist mein Baggerplatz. Zieh ab, Junge, das ist mein Baggerplatz. Ey, Alter, das ist mein Loch. Ja, da tu nur ich drin rumbaggern. Hat die 10 Baggerregeln immer noch nicht auswendig gelernt. Aber ist das Spiel gerade schon wieder lauter geworden als normal? Laut ist gar kein Ausdruck. Alles klar. Ja, was? Was? Ich höre dich nicht, das Spiel hat sich gerade automatisch lauter geschalten. Hä? Stimmt das in der Sound-Config SQL was nicht richtig? Ja, so heiße ich auch. Also. Ja, den Ort kenne ich. Wie sich da gerade nichts bewegt, also. Oh ne, ausrasten, kaputtschlagen hier. Kaputtschlagen. Alles kaputtschlagen. Das
ist aber eine Scheiße. Also das Gefühl, wenn ein was umpackt, jetzt sogar nichts mehr. Was? Was? Müssten die im Torbereich, das ist ruhiger. Ach so. Oh! Ein Träumle. Randy? Ja. Ach, du bist auch hier. Naja. Krass. In welchem Restaurant wolltest du essen gehen? Ich den nehme an. Der Goldene Möwe? Naja. War ich letztens. Und? Herzhaft. Ich weiß nicht, wie die heißen, ey. Wie die zwei Burger heißen, die zwei neuen. Der Goldene Möwe. Ja, so kann man daraus ein Luxusrestaurant machen. Wir müssen mal sagen. Eine, die das nicht kennen, ich war letztens essen im Restaurant zur Goldenen Möwe. Gehen die Feste. Den kennen aus McDonalds. So, Aber da mache ich auch am Samstag. Haben wir uns dann aber nach den 12 Stunden verdient. 12 Stunden? Livestream. Samstag 12 Stunden Livestream und danach geht's ja erstmal zur Goldenen Möwe, wie du so schön sagst. Und dann geht's nach Polen. Von wann bis wann streamst du? Oder hast du gestreamt? Von Mittag 12 Uhr bis Mitternacht 12 Uhr. Achso. Ja, und dann halt noch ein kurzer Ausflug mit dem Klicki wie immer. Was gibt's Schöneres? Also Tschechien und Polen sind solche wunderbaren Länder, Freunde, da müsst ihr mal unbedingt nachts hingehen. Warum ist es nachts so besonders? Ach, da haben diese netten Geschäfte mit dieser komischen Leuchtreklame draußen dran. Da fahrt ihr wohl mal rein, oder was, auf dem Parkplatz? Ja. Käffchen trinken. Ein Käffchen trinken, kurz mit Personal sprechen, dann gehen wir wieder. Nettes Personal? Ein sehr nettes Personal. Mhm. Also was die alles für 50 Euro machen. Unglaublich. Ist aber teuer. Es geht. Das wäre mir das Geld nicht wert. Ne? Ne. So. Und bagger, 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 bagger. Na gut, was ist bei dir das Geld nicht wert? Du darfst nicht. Naja, das wäre mir das Geld nicht wert, also. Das sind aber noch sehr angenehme Preise. Ja, es mag ja sein, aber selbst bei, gut, bei 10 Euro was mir. Aber selbst bei jetzt hier, bei keine 10 Ahnung. 10 Euro hast du jede Woche Massage. 30, 40 Euro, also keine Ahnung, wäre mir das Geld nicht wert. Vielleicht mal später, wenn ich alt bin. Ja, ja. Alt und verrunzelt, wenn mich keiner mehr will. Meine Frau mich nur noch schlägt. Ich mach nach Thailand, warum? Das ist die wahre Liebe. Allerdings muss man sagen, es kam mal so eine sehr interessante Reportage. Sextourismus? Ja, Habe ich auf YouTube schon mal gesehen, falls du die meinst. Naja, direkt hier so Deutsche in Thailand und alles. Die da direkt so gewohnt haben. Und Alter, ey. Also ich fand's grauenhaft. Muss ich ehrlich sagen. Mit den jungen Mädels da, die alten Säcke, ey, da könnte ich. Das verstehe ich einfach nicht, sowas. Ja, die Mädels sind dort schon nicht schlecht aus. Ja, mir gefällt's gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also dieser Typ. Was, die Mädels? Ja. Okay. So asiatische Typ, gefällt mir null. Kann ich nicht mit anfangen. Okay. So Mischmasch, also so Mischmasch, ja, das geht schon wieder, aber halt hier so richtig rein. Asiatisch, nee. So also ich finde asiatische Frauen eigentlich sehr schön. Allgemein, so im asiatischen Bereich sind ja die Frauen von Natur aus toll. Von Natur aus so schön, dass der Bagger sich nicht mehr bewegt und den Steifen gekriegt hat. Schönes Ding. Hallo? Ah, jetzt. Wo klemmt's denn hier noch? Aber meine Freunde, wir sind eh fertig, haben sogar heute mal ein bisschen Überlänge. Wow. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Ja, noch ein bisschen. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bis dann. Haut rein. Tschüss.